Ach, es gibt in der ganzen Galaxis kein schöneres Gefühl, als einen 100 Tonnen schweren Kampfläufer mitten durch ein Kriegsgebiet zu steuern, oder etwa nicht? Wir nähern uns dem Dorf Dreliat, Sir. Die Zielvorrichtung zeigt leichtes Waffenfeuer und Feindbewegungen in allen Vierteln an. Die Separatisten rücken vor. Ein weiterer schöner Tag auf Ort Mantell. Und? Schon aufgeregt? Wisst ihr, ihr seid der erste Neuzugang im Chaos-Trupp seit langem. Wieso hat der Chaos-Trupp mich aufgenommen? Auf Ort Mantell ist einfach zu viel los. Die Verantwortlichen haben entschieden, dass wir noch etwas Verstärkung gebrauchen können. Ich bin Lieutenant Bex Kolas, aber im Chaos-Trupp nennen mich alle Schrauber. Unsere Einheit hält zusammen. Es wird euch gefallen. Ich verrate euch, weswegen wir hier sind. Die Separatisten haben eine republikanische Bombe von einem abgestürzten Transporter gestohlen. Eine gefährliche Bombe, so ein Orbitalschlagding. Wir wissen noch nicht, wo diese dreckigen Verbrecher sie versteckt haben. Sie werden von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt und haben überall Verstecke. Diese Bombe zu finden wird kein Kinderspiel. Das könnte ich sogar im Schlaf hinbekommen. Eins kann ich euch versichern. Bei so einer Operation gibt es nicht viel Zeit für Schlaf. In Forganik bekommt ihr den kompletten Überblick. Jetzt lehnt euch zurück und... Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Wir wurden von einer PB-Rakete getroffen. Von einem Schulterraketenwerfer irgendwo im Dorf. Alle Mann fest! Pilot! Pilot! Verdammt, er ist tot. Diese hinterwäldlerischen Separatisten dürften doch gar keine panzerbrechenden Raketen haben. Sie werden jeden Konvoi zerlegen, der hier durchkommt. Wie geht es jetzt weiter, Sir? Reparaturen sind mein Spezialgebiet. Und ich bin als Kämpfer nicht annähernd so gut wie ihr. Ich bleibe hier und repariere den Kampfläufer. Ihr kümmert euch um diese Raketenwerfer, verstanden? Könnt ihr mir verraten, warum nur ich mich in Gefahr begeben soll, Sir? Weil ich meine Schuld schon lange beglichen habe. In diesem Dorf gilt es, Raketenwerfer auszuschalten. Bewegung! Die Separatisten bewahren ihre Raketenwerfer wahrscheinlich in einem Lager im Dorf auf. Und dieses Lager ist ganz sicher schwer bewacht. Findet das Versteck, zerstört die Raketenwerfer und kommt im Laufschritt zurück. Verstanden, Sarge? Um mich solltet ihr euch keine Sorgen machen, Sir. Ganz wie ihr meint. Und jetzt los! Gute Arbeit, Kleiner. Ihr habt Talent, so viel steht fest. Ich hatte leider weniger Glück. Dieser Kampfläufer wird sich so schnell nicht wieder bewegen. Was für eine Zeitverschwendung. Fordert einfach einen neuen an. Macht ihr Witze? Bei unserem Budget können wir froh sein, wenn uns das Kommando einen Taurücken als Ersatz schickt. Ich werde hierbleiben und alle verwertbaren Teile bergen, bevor es jemand anderes tut. Ihr solltet euch nach Forganik aufmachen. Achtet auf dem Weg zum Fort auf Separatisten. Die können aus dem Nichts auftauchen. Da mich jetzt keiner mehr bremst, ist alles in Ordnung. Vielleicht werdet ihr sogar noch schneller, wenn ihr eure Überheblichkeit ablegen würdet, Kleiner. Seid auf der Hut da draußen. Wir sehen uns später. Sergeant, beruhigend die Farben des Chaos-Trupps auf dem Schlachtfeld zu sehen. Da draußen tobt ein schrecklicher Kampf. Die halbe Zeit über weiß man nicht, wer Freund oder Feind ist. Die Separatisten ziehen einfach ihre Uniform aus und mischen sich unter die Dorfbewohner. Doch Fort Garnick ist immer noch einer der besseren Posten. Ein guter Trainingsort. Ich bin leider im Dienst und muss langsam los. Verstanden. Sucht am besten Lieutenant Forrest auf, falls ihr ihn erwischt. Er wird euch zeigen, wie man in diesem Durcheinander überlebt. Entschuldigt, Sergeant. Tut mir leid, dass ich störe, aber ihr seid das neue Mitglied des Chaos-Trupps, nicht wahr? Ich bin Farm, Private Farm. Es ist mir eine wahre Ehre, euch kennenzulernen. Ort Mantell ist mein erster Posten. Ich kann nicht glauben, dass ich gleichzeitig mit dem Chaos-Trupp hier bin. Wenn, ihr mir die Frage gestattet, wie lautet euer Auftrag hier? Wieso wird der Chaos-Trupp nach Ort Mantell geschickt? Ich bin sicher nicht hier, um dumme Fragen zu beantworten. Oh, ja. Tut mir leid. Ich will eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, Sergeant. Ihr habt sicher viele wichtige Dinge zu tun.
verschwindet. Ja, auf der Stelle. Ja, also, wenn wir all unsere Bemühungen auf den M-Sektor richten, können wir sicher... Sergeant, willkommen, willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Commander Haron Tavus, Kommandant des Chaos-Trupps. Wir freuen uns alle über neues Blut in der Einheit. Lasst mich euch den anderen Mitgliedern des Chaos-Trupps vorstellen. Meine stellvertretende Kommandantin Captain Zora ist unsere Spezialistin für Infiltration und Attentate. Wir nennen sie den Geist. Sergeant? Das ist Lunte, Lieutenant Vanto Basrin. Er ist Experte für jede im Universum bekannte Sprengstoffart. Ja, hallo, Sergeant, hallo. Schön, euch kennenzulernen. Und das ist Tupfer, Lieutenant Ryler Dorant. Tupfer ist ein medizinisches Genie. Seine Spezialität ist die synthetische Herstellung mächtiger neuer Kampfstimulantien und Aufputschmittel. Perfektion ist meine Kunst, Sergeant. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu Höchstleistungen zu bringen. Und Schrauber habt ihr ja unterwegs bereits getroffen. Das wären dann alle. Leute, das ist der neue Sergeant, den ich erwähnt habe. Jahrgangsbester der Akademie in Frontalangriff, Suchen und Zerstören sowie fortgeschrittener Aufklärung. Schön, euch bei uns zu haben, Sergeant. Wann lassen wir die Köpfe rollen, Commander? Ich bin bereit. Schon bald, Soldat, schon bald. Also, der Grund, warum wir alle hier sind. Vor 6 Tagen stürzte im Norden Avilatans ein Transporter der Republik ab, beladen unter anderem mit einer ZR-57 Orbitalschlagbombe. Die Bergungseinheit hat ein Team hingeschickt, aber sie kamen zu spät. Separatisten hatten bereits die Fracht des Transporters inklusive der ZR-57 gestohlen und sind geflohen. Es geht auch nichts darüber, das Chaos anderer zu beseitigen und dabei sein Leben zu riskieren. Es ist nicht einfach, zweifellos. Aber der Chaos-Trupp wurde nicht gegründet, um leichte Aufgaben zu bewältigen. Wir werden diese Bombe bergen. Die ZR-57 hat übrigens so einiges drauf. Damit könnte man so ziemlich die ganze Insel vaporisieren. Also holen wir sie besser zurück, sonst... Bumm. Wir gehen bereits zahlreichen Hinweisen zur Position der Bombe nach. Aber ich möchte, dass ihr den unter die Lupe nehmt, der von einem Spion namens Bellis kommt. Bellis hat eine wichtige Entdeckung gemeldet, aber es ist zu schwierig, ihn für einen vollen Bericht rauszuschleusen. Stattdessen werdet ihr Bellis in einem nahegelegenen Dorf namens Taloran treffen. Bellis wird euch in einer schmalen Gasse in Taloran treffen, findet heraus, was er entdeckt hat und kehrt dann sofort zur Basis zurück. Verstanden? Was, wenn Bellis Information uns nicht zur Bombe führen, Sir? Dann müssen wir einer Spur weniger folgen. Ich habe noch eine letzte Person vorzustellen. Das ist Lieutenant Arik Jorgen, Einsatzoffizier des republikanischen Infanteriekommandos von Ord Mantell. Da wir in getrennten Missionen nach dieser Bombe suchen, wird Lieutenant Jorgen unsere Bemühungen von hier aus im Missionsraum koordinieren. In Ordnung, Sergeant. Ich überwache eure Operation über die Kamera, die an eurer Rüstung befestigt ist. Ich sehe, was ihr seht. Sie wird aktiviert, wenn ihr das Fort verlasst. Damit das klar ist, Neuling, wenn ihr auf dem Feld seid, geschieht das, was ich sage. Punkt. Commander Tavus ist mein Kommandant, Lieutenant. Lieutenant Jorgen ist euer vorgesetzter Offizier. Ich erwarte, dass ihr ihm denselben Respekt erweist wie mir. Macht euch auf nach Taloran, trefft euch mit Bellis und findet heraus, was er weiß, ohne Ärger zu kriegen. Viel Glück in Taloran, Sergeant. Wegtreten. Es tut mir leid, Raizo. Ich habe heute keine Medizin für dich. Es tut so weh! Ich weiß, aber im Moment kann ich nichts tun. Es tut mir leid, Kleiner. Hallo. Tut mir leid, ich wollte euch nicht ignorieren. Aber hier herrscht gerade das absolute Chaos. Was führt euch ins Lager? Wir suchen nach Medikamenten, die aus dem Fort gestohlen wurden. Ihr wisst ja nichts davon, oder? Ah, der schläfrige Wachmann muss euch geschickt haben. Ja, ich habe gesehen, wie er auf seinem Posten eingenickt ist und habe dann die Medikamente mitgenommen. Es ist zwecklos, es zu verbergen. Ich habe die Vorräte gestohlen, um den Flüchtlingen zu helfen. Jeden Tag sterben mehr von ihnen. Die Republik will einfach nicht helfen. Als ich dann sah, wie der Wachmann eingeschlafen ist, habe ich zugegriffen. Aber die Separatisten haben mir die Medizin wieder abgenommen. Jetzt haben die sie und nicht wir.
Also, hier ist die Abmachung. Ihr versprecht, dass ihr mir die Medikamente zurückbringt, damit ich die Flüchtlinge behandeln kann. Und ich sage euch, wo die Separatisten sind. Außer natürlich, ihr wollt, dass die Separatisten die Medikamente behalten. Wie wäre es, wenn ihr mir sagt, wo sie hin sind? Und ich lasse euch dafür am Leben. Wie gesagt, eure Drohungen machen mir keine Angst. Ich bin es leid, belästigt zu werden, nur weil ich keine Waffe trage. Wenn dieser Krieg die Leute nicht vertreibt, kommen die Soldaten und erpressen sie um Geld. Manchmal werden Leute vertrieben, nur um auf dem Weg hierher ausgeraubt zu werden. Das nennen sie dann Steuern eintreiben. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie leiden müssen, weil zu wenig Medikamente da sind. Sagt mir, wo die Medikamente sind. Oder der Junge stirbt. Seid verflucht, ihr Schlechter! Na gut, die Separatisten, die mich überfallen haben, sind zum Dorf Taloran geflohen. Sie treffen sich dort meistens in der Dorfmitte. Holt euch eure verdammten Medikamente! Vielen Dank. Verschwindet einfach, ihr habt genug Ärger angerichtet. Bitte sagt mir, dass ihr die Medikamente habt. Die Schwester sagt, einer der Jungs ist in einem Schockzustand. Er hält nicht mehr lange durch. Ich hoffe, das ist alles. Das Zeug ist seit letzter Nacht durch einige Hände gegangen. Gute Arbeit. Ich sage der Krankenstation Bescheid. Sie sollen sich die Medikamente sofort abholen. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Das war keine große Sache. Es freut mich, das zu hören. Und doch hat euch die Republik eine Belohnung bewilligt. Ich soll euch das hier geben. Ich weiß nicht, wie gefährlich es war. Aber heutzutage kann es ja schon tödlich sein, auf Ort Mantell auch nur einen Fuß vor die Haustür zu setzen. Gute Arbeit. Und danke nochmal. Großartig. Bellis wurde im Kampf getötet. Da habt ihr ja tolle Arbeit geleistet, Sergeant. Hättet ihr nicht noch länger brauchen können, um zum Treffpunkt zu kommen? Sir, bitte steht mir bei und unterstützt mich, wenn ihr es für notwendig erachtet, Sir. Das ist kein Witz, Sergeant. Aber vielleicht könnt ihr doch noch herausfinden, was Bellis erfahren hat. Wenn er den Protokollen gefolgt ist, müsste er in der Einsatzkiste in seinem Haus in Taloran eine verschlüsselte Nachricht mit seiner Entdeckung hinterlassen haben. Denkt daran, wenn die Separatisten wissen, dass Bellis ein Spion war, durchsuchen sie vielleicht schon das Haus oder warten auf republikanische Agenten, um sie zu überfallen. Seid auf der Hut. Ihr müsst die Einsatzkiste in Bellis Haus unbedingt vor den Separatisten finden. Beeilt euch! Erlaubnis, meine Mission wieder aufzunehmen, Lieutenant? Liegt schon los. Jorgen Ende. Hallo? Was habt ihr in meinem Haus zu suchen? Kennt eure Frechheit gar keine Grenzen? Erst wird die Stadt verriegelt und jetzt in fremde Häuser eingebrochen? Seid ihr verrückt? Ihr lasst noch die Deckung meines Mannes auffliegen. Einfach hier reinzustürmen, vor aller Augen. Was denkt ihr euch? Bellis ist noch nicht mal hier. Er ist bei irgendeinem Treffen. Und jetzt verschwindet, bevor jemand Verdacht schöpft. Bellis Akten und Daten. Her damit. Sofort. Hör zu. Bellis sagte mir, dass niemand von der Republik jemals herkommen würde, außer er wäre... Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht Bellis. Er kann nicht tot sein. Nein! Bellis hat jeden Tag sein Leben für die Republik riskiert und nun ist er tot. Mein armer, geliebter Bellis. Ihr könnt später immer noch trauern. Ich brauche diese Einsatzkiste. Warum sollte ich sie euch geben? Ihr habt meinen Mann auf dem Gewissen. Alle von euch. Gebt mir diese Einsatzkiste oder folgt Bellis. Eure Entscheidung. Was? Ist das euer Ernst? Die Einsatzkiste ist da drüben. Nehmt sie. Nehmt sie einfach. Ihr seid ein Monster. Nachdem ihr meine gesamte Mission in Gefahr gebracht habt, verschwinde ich nur zu gern. Oh, Bellis. Oh, Sergeant, hey, ihr seid zurück. Gute Arbeit in Taloran. Wirklich gute Arbeit. Ich nehme die Einsatzkiste, die ihr geholt habt, Sergeant. Und vielleicht bringt ihr mir nächstes Mal stattdessen einen lebenden Agenten der Republik. Lieutenant Basran hier denkt immer noch, ihr seid missionstauglich, also hat er eine Aufgabe für euch. Er wird sie euch erklären, während ich Bellis Daten entschlüssele. Oh, ja. Es gab einen dringenden Hinweis, während ihr in Taloran wart, Sergeant. Die perfekte Operation für unseren neuen Angriffsspezialisten. Was für ein Hinweis?
Naja, weil es eher eine Bombendrohung als ein Hinweis ist. Folgendes ist passiert. Dieser Flüchtling kommt ins Fort, ja? Nicht ungewöhnlich, aber der Kerl sagt, er weiß von einem Bombenangriff der Separatisten, der heute stattfindet. Wir haben nur seinen Namen, Miru, weil er aus dem Fort geworfen wurde, bevor wir bei ihm waren. Wie ich das sehe, waren die Daten dieses Kerls nicht sehr verlässlich, sonst wäre er wohl noch hier. Jeden Tag kommen irgendwelche Penner her, um Daten gegen Credits zu tauschen. Zu 90% erzählen sie Blödsinn, also werden sie von den Aufpassern unten verjagt. Miro könnte zwar lügen, aber was, wenn er etwas über die ZR-57 weiß? Wir können dieses Risiko nicht eingehen. Wie dem auch sei, wir haben Nachforschungen angestellt und Miro lebt im Flüchtlingslager. Vielleicht findet ihr ihn dort. Ich werde alles herausfinden, was dieser Flüchtling weiß. Während ihr fort seid, wird Jorgen die Informationen aus Belles Einsatzkiste entschlüsseln. Hoffentlich finden wir heraus, was die Separatisten verbergen. Jetzt geht zum Flüchtlingslager und beschafft euch Miros Daten. Wenn dieser Bombenangriff bald stattfindet, habt ihr keine Zeit zu verlieren. Oh nein, nicht schon wieder. Reicht es nicht, dass ihr mich schon am Fort verprügelt habt? Müsst ihr jetzt auch noch herkommen? Ihr seid doch bloß Verbrecher in Uniform und eure Vorgesetzten werden davon erfahren. Und auch die Vorgesetzten eurer Vorgesetzten. Ganz Coruscant, verstanden? Das ist euer Ende. Ich bin nicht bloß ein Verbrecher in Uniform. Ich bin ein schwer bewaffneter Verbrecher in Uniform. Ja, das sehe ich. Wollt ihr etwas von mir oder seid ihr nur hier, um mich zu bedrohen? Ich denke, es ist klar, warum ich hier bin. Jetzt wollt ihr die Informationen also doch? Tja, wisst ihr, vor ein paar Stunden hätte ich euch noch helfen können, bevor ich so zugerichtet wurde. Aber jetzt, nach dem ganzen Trauma, habe ich vielleicht alles vergessen, was ich jemals über den Bombenanschlag der Separatisten wusste. Ihr werdet euch sicher erinnern, wenn ich es aus euch rausprügle. Seht ihr, das ist genau die Einstellung, die euch erst in diese Lage gebracht hat. Ihr solltet mir mehr Anerkennung zeigen. Wenn mir die Republik durch ein paar Credits zeigen würde, wie viel ihr mein Beitrag wert ist, dann könnte ich mich vielleicht erinnern. Wie wäre es, wenn ich euch die Finger abschieße, Miro? Das wird sicher lustig. Wow, wow, hey, beruhigt euch wieder. Ich helfe euch ja, okay? Ich habe gesehen, wie die Separatisten einige Bomben an einer nahegelegenen Straße versteckt haben. Eine Art Hinterhalt. Die Bomben sind so eingestellt, dass sie explodieren, wenn ein bestimmter Konvoi dort vorbeikommt. Ich weiß nicht wann, aber es wird bald passieren. War es das dann? Im Lager wartet noch eine Menge Arbeit auf mich. Das ist besser keine Zeitverschwendung. Seht es euch einfach selber an. Also, Sergeant, ich habe alles, was Miro gesagt hat, überprüft und es scheint so, als würden die Informationen über die Bomben stimmen. Ich will, dass ihr zu der Straße geht, die Miro beschrieben hat, und dort die versteckten Bomben der Separatisten findet. In Kürze soll ein Truppenkonvoi die Straße passieren. Die Bomben müssen also so schnell wie möglich entschärft werden. Beeilung, Soldat! Ich habe wichtigere Ziele zu erreichen. Es geht um republikanische Soldaten, Sergeant. Ihr werdet nicht zulassen, dass die Leben unserer Kameraden bedroht werden, ganz gleich, was eure ursprüngliche Mission war. Und jetzt Schluss mit den Diskussionen. Diese Bomben müssen entschärft werden. Sofort! Sergeant! Sergeant! Verzeihung, Sergeant! Verzeiht, dass ich störe, aber ihr seid die einzige Person, die mir helfen kann. Alle anderen Offiziere hier sind total korrupt. Alle bis auf euch. Ich weiß, ich kann euch vertrauen. Hoffentlich kommt jetzt was Gutes. Es geht um meinen Kommandanten, Lieutenant Virk. Er betrügt jeden unter seinem Kommando und niemand tut etwas dagegen. Virk zwingt uns alle, ihn zu schmieren, um sichere Posten zu bekommen. Credits, Waffen, Zeug, das wir von den Separatisten konfiszieren, alles. Wenn man nicht mitspielt, schickt Virk einen auf die gefährlichsten Patrouillenstrecken der ganzen Insel. Das ist wie eine Todesstrafe. Was soll ich daran ändern? Ihr seid im Chaos-Trupp, ihr seid wichtig.
Ihr könntet mit jemandem sprechen, der etwas ändern kann. Ich verspreche gar nichts, aber ich versuch's. Danke. Ich danke euch so sehr. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Zurück an eure Arbeit fahren. Ja, danke nochmal. Ah, willkommen zurück, Sergeant. Gute Arbeit beim Überfall. Die Soldaten der 45. Infanteriedivision werden noch lange Lobhymnen auf euch singen. Nur weil sie nicht wissen, wie widerwillig der Sergeant ihnen geholfen hat. Ihr hättet eure Kameraden sterben lassen. Es herrscht Krieg, Lieutenant. Und manchmal gibt es in Kriegen Tote. Genug! Wir haben eine wichtige neue Mission und keine Zeit für nutzlose Streitereien. Lieutenant Jorgen hat die Daten aus Bellis Einsatzkiste analysiert. Damit ist uns ein echter Durchbruch gelungen. Gibt es noch etwas oder muss ich den Rest raten? Bellis fand heraus, dass die Separatisten die ZR-57 in ihrem Versorgungsaußenposten auf der Manette-Insel verwahren, die direkt vor der Küste liegt. Ich habe den Geist vorausgeschickt, um den Außenposten auszukundschaften. Und sie hat einen Sicherheitsbereich gefunden, wo wahrscheinlich die Bombe verwahrt wird. In Anbetracht der drastisch erhöhten Anzahl an Wachen und des komplexen Sicherheitssystems sind wir uns sicher, dass die Bombe dort ist. Ehrlich, mit all dieser Sicherheit wirkt die Manette-Insel nicht wie ein Separatistenversteck, sondern eher wie eine imperiale Militärbasis. Ich denke, die Separatisten bekommen Unterstützung. Von den Imperialen? Das scheint wenig wahrscheinlich, Lieutenant. Unsere Spione hätten eine imperiale Einmischung auf Ord Mantell doch längst entdeckt. Wieso sollte es die Imperialen interessieren, was auf Ord Mantell passiert? Die Separatisten versuchen nur deshalb, die Republik zu verlassen, um sich dem Imperium anzuschließen, Sergeant. Natürlich wollen sich die Imperialen einmischen. Wir können die Möglichkeit imperialer Verbindungen später diskutieren. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Mission. Der Geist kann nicht alleine in den Sicherheitsbereich des Außenpostens auf der Manette-Insel eindringen, also schicke ich euch sofort dorthin. Die Brücke zur Manette-Insel ist außer Betrieb, also werdet ihr amphibisch auf diese Insel gelangen müssen. Wenn ihr ankommt, verschafft euch Zugang zum Versorgungsaußenposten und trefft euch dort drin mit dem Geist. Sie gibt euch weitere Anweisungen. Verstanden? Rein da, die grüne Frau finden und tun, was sie mir sagt. Verstanden. Die Mission ist äußerst wichtig, Sergeant. Viele Leben hängen von eurem Erfolg ab. Wegtreten. Sergeant, wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Bombe ist hinter einem Kraftfeld. Wir müssen es durchbrechen. Geht mir einfach aus dem Weg. Ich kümmere mich schon um alles. Ihr werdet gar nichts tun. Wir werden unsere Ziele erfüllen. Ich deaktiviere den Schild von hier. Ihr geht hindurch und zerstört den Generator. Wenn der Generator ausgeschaltet ist, werde ich wieder zu euch stoßen. Wir sind uns ja einig, wer hier die Drecksarbeit macht, oder? Geht. Feuer einstellen. Wir ergeben uns. Wir ergeben uns. Bitte! Wir sind alle schwer verletzt! Wir können kaum laufen! Wir werden euch nicht behindern oder aufhalten. Ich schwöre es. Wir werden einfach durch die Tür verschwinden und nie mehr zurückkommen. Aber bitte lasst uns am Leben. Das Leben hat seinen Preis. Was? Ihr meint... Aber seht uns an. Außer unserer Kleidung haben wir doch nichts. Wartet, wartet! Ich habe eine goldene Halskette von meinem Großvater. Nehmt sie! Bitte lasst uns am Leben! Hier, mein Ehering. Ich will nicht sterben. Gebt mir das Zeug und verschwindet. Wirklich? Also gut. Hier bitte. Nehmt ihn. Nehmt ihn euch. Und das ist alles, was wir haben. Ich werde jeden Einzelnen von euch jagen, wenn ihr noch einmal Ärger macht. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, natürlich.
Was zum... Ein Soldat der Republik? Wie seid ihr hier reingekommen? Noch letzte Worte gefällig? Separatisten abschauen? Ihr macht mir keine Angst. Tötet mich, wenn ihr wollt. Das macht keinen Unterschied. Die glorreiche Separatistenbewegung wird sich niemals eurer dekadenten Republik unterwerfen. Keine Bombe. Richtig. Wir sind euch 3 Schritte voraus. 300 Schritte. Die Separatistenbewegung ist vom Willen des Volks geleitet und nicht aufzuhalten. Genug. Töten wir ihn? Fühlen wir den Kerl etwas auf den Zahn und stellen sicher, dass er wirklich nichts weiß. Die glorreiche... Ihr macht mir keine Angst. Halt, wartet! Die Bombe! Sie haben sie weggebracht! Sie haben sie weggebracht! Mein Kommandant kam, wir brachten die Bombe runter zur Küste und luden sie auf einen Seegleiter. Ich weiß nicht, wohin sie danach gebracht wurde. All diese Sicherheitsvorkehrungen. Wieso? Weil... Nun ja, Safro, Vairu und Bol sind hier. 3 unserer größten Helden, die unsere glorreiche... Sie sind Offiziere, Zellenkommandanten. Sie führen Operationen in verschiedenen Teilen Avilatans durch. Sie sind auf einer Konferenz, bei der Männer zu anderen Zellen versetzt werden. Sie sind tot, Sergeant. Vielleicht ist es ja eine Herausforderung, diese Offiziere auszuschalten. Safro, Vairu und Bol haben oberste Priorität, Sergeant. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, an ihre Daten über die Position und Stärke der Separatistenzellen zu gelangen. Diese Daten sind wichtig, damit wir erfahren, wohin die Bombe gebracht wurde, bevor es zu spät ist. Ihr habt eure Befehle. Holt die Daten. Erledigt die Offiziere. Geht. Ich sage euch, ich habe Blasterschüsse gehört. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Da! Ein Eindringling! Bol! Unterstützung anfordern! Sofort! Niemand kann euch jetzt mehr retten. Separatisten abschauen. Safro, löscht die Daten. Sie dürfen nicht in die Hände des Feindes fallen. Er ist alleine. Erledigt ihn. Ihr seid zurück, Sergeant. Ausgezeichnete Arbeit bei der Eliminierung dieser Separatistenoffiziere. Der Bestie wurde der Kopf abgeschlagen. Ich werde die Daten der Offiziere sofort an die anderen Mitglieder des Chaos-Trupps übermitteln. Und für euch hat Lieutenant Durand einen Spezialeinsatz. Heute ist ein Mann namens Zack aus dem Dorf Uradam hier ins Vorgekommen und hat um medizinische Versorgung gebeten. Zack litt unter akuter Verstrahlung, was zu katastrophalen Organausfällen führte. Sein Körper hat sich praktisch selbst von innen aufgelöst. Eine wirklich überwältigende Beobachtung. Bitte erspart mir die medizinischen Details. Wie ihr wünscht, Sergeant. Als Tagelöhner verrichtet Zack nur niedere Knechtarbeiten, bei denen er nie in Berührung mit Strahlung kommen könnte. Doch Lunter hat uns erzählt, dass die ZR-57 bei falscher Behandlung erhebliche Mengen an Strahlung abgeben kann. Zack muss sich wohl wissentlich oder unwissentlich in der Nähe der ZR-57 befunden haben. Ich will die Details, selbst wenn ihr sie aus seinem sterbenden Hirn saugen müsst. Ihr werdet alles erfahren, was Zack weiß. Vertraut mir. Die Sanitäter, die Zack behandelt haben, hatten nicht die richtige Ausrüstung, um ihn zu heilen. Die meisten ihrer Vorräte wurden von Plünderern gestohlen. Wenn ihr aber die nötigen Mittel besorgen könntet, um Zacks Krankheit zu heilen, könnte die Aussicht auf ein Heilmittel ihn zur Kooperation bewegen. Da die derzeitige Medikation Zack nur ein Leben voll unerträglicher Schmerzen bereiten kann, sollte die Möglichkeit einer vollständigen Heilung ein ausgezeichneter Motivator sein. Das Kommando kennt den genauen Aufenthaltsort der Plünderer. Wir hatten nur noch nicht die Möglichkeit, uns um sie zu kümmern. Hier sind die Koordinaten und eine Liste mit Zutaten, die ihr finden müsst. Noch Fragen? Könnte das nicht jemand anders erledigen? Hört sich nicht gerade schwierig an. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das spielt doch keine Rolle. Ich will, dass dieser Einsatz absolut perfekt über die Bühne geht. Darum schicke ich euch. Sobald ihr das Heilmittel beisammen habt, geht damit zu Zack in seinem Haus im Dorf Uradam und befragt ihn über die ZR-57. Ein einfacher Auftrag, Sergeant. Beschafft euch die Zutaten, holt euch die Informationen von Zack und kommt zurück. Ihr seid doch ein Soldat, oder? Aus dem Fort.
Bitte helft uns. Wir sind wirklich krank. Meine Frau liegt im Sterben. Vergiss es. Oh, das wird schon wieder. Bring einfach den Soldaten hier raus, Zack. Nein, Jala. Bitte. Die Sanitäter im Fort, mit denen ich gesprochen habe. Bitte sagt ihnen, dass sie Hilfe schicken sollen. Ihr seid ein Separatist und habt geholfen, unsere Bombe zu stehlen, richtig? Was? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ihr seid von einer gestohlenen Bombe der Republik verstrahlt worden. Was? Ihr meint... Jala, weißt du etwas davon? Sei still, Zack. Wir wissen... Aha, überhaupt nichts. Sie sind der Grund, warum wir beide krank sind, oder? Du stirbst wegen ihnen! Zack, nein! Du wirst alles ruinieren. Die Bewegung... Die Bewegung hat uns ausgenutzt. Sie interessieren sich nicht für uns, sondern nur für ihre Waffen und ihre Geheimnisse. Nein, ich werde die Bewegung niemals verraten. Niemals! Wenn ihr den Rest eures Lebens mit unerträglichen Qualen verbringen wollt, bitte sehr. Sie sind es nicht wert, für sie zu sterben, Jala. Denk an mich. Ich liebe dich. Wenn du mich liebst, Zack, wirst du nichts verraten, für das ich kämpfe. Bitte lass mich. Bitte, Jala. Nein! Wenn ihr mir die Bombe gebt, gebe ich euch das Heilmittel und wir vergessen, was hier geschehen ist. Ich habe die Bombe nicht, aber ich werde euch verraten, wo sie ist. Nein, Zack, tu's nicht. Da war diese große Kiste, bei deren Transport wir geholfen haben. Ich habe nie hineingesehen, aber ich bin sicher, es ist das, was ihr sucht. Wir sind gleich nach dem Transport krank geworden. Wir haben die Kiste zur Festung gebracht. Das ist das Hauptquartier der Separatisten auf der Insel. Bitte, ihr müsst meiner Frau helfen. Ihr habt die Republik verraten und geholfen, eine Waffe zu stehlen, mit der tausende Leben vernichtet werden könnten. Von mir braucht ihr keine Hilfe erwarten. Aber ich habe euch geholfen. Wie könnt ihr das tun? Ich habe es dir gesagt. Es tut mir leid, Jala. Es tut mir so leid. Bitte kommen, Sergeant. Ich habe alles mitverfolgt. Sieht aus, als treffen wir die Separatisten direkt an der Wurzel. Gute Arbeit. Mein Charme ist eben einfach unschlagbar. Ja, ich schätze, ihr habt den Beruf verfehlt. Aber wartet noch kurz mit dem Versetzungsantrag. Wir haben hier noch Arbeit zu erledigen. Es wird nicht einfach, diese Bergfestung zu infiltrieren. Ich habe alle informiert. Der Chaos-Trupp trifft sich sofort, also beeilt euch. Ich kann es kaum erwarten, diese Separatisten ein für alle Mal zu erledigen. Mir geht Moment es nicht mal, anders, nicht so schnell, Sarge. Wir beide sollten uns unterhalten. Ich bin Lieutenant Virk. Ihr habt sicher schon von mir gehört, nicht wahr? Meine Jungs hier haben mitbekommen, dass ihr ein kleines Gespräch mit Fähnrich Farn hattet. Ich weiß, dass Farn euch von meinen Geschäften erzählt hat. Aber ihr habt es für euch behalten. Das zeigt Charakter und Diskretion, wenn ihr mich versteht. Ich mag Leute mit Charakter und Diskretion. Derart herausragende soldatische Qualitäten sollten belohnt werden. Vielleicht ein Gehaltsbonus? Was haltet ihr davon? Wie groß wäre dieser Bonus wohl, Lieutenant? Groß genug, um euch mehr als nur angemessen zu würdigen. Ein großer, dicker Bonus. In Anerkennung eurer herausragenden Dienste für unsere edle Republik. Ja, das klingt doch gut. Das ist wirklich großzügig, Sir. Ich danke euch. Bitte sehr, Sergeant. Leistet der Republik und euren Kameraden weiter so gute Dienste. Gehen wir, Männer. Ah, Sergeant, willkommen zurück. Setzt euch, ihr werdet den Einsatz von hier aus mit mir beobachten. Welcher Einsatz? Wo sind Commander Tarvus und die anderen? Der Chaos-Trupp ist gerade dabei, die Separatistenfestung zu infiltrieren und die ZR-57 zu sichern. Commander Tarvus hat sich klar ausgedrückt. Ich darf euch unter keinen Umständen erlauben, den Chaos-Trupp bei dieser Mission zu unterstützen.
Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überrascht. Ich dachte wirklich, ihr hättet es langsam raus. Aber Tavus ist wohl immer noch nicht überzeugt, dass ihr für einen großen Einsatz bereit seid. Wenn Tavus möchte, dass ich mich hier ausruhe, während alle anderen ins Feindgebiet stürmen, soll mir das recht sein. Das ist die richtige Einstellung. Ich bin sicher... Lieutenant, wir haben ein Problem. Sprecht, Fähnrich, was geht vor? Wir haben den Kontakt zum Chaos-Trupp verloren, Sir. Kommunikation, Video, Positionsanzeigen, alles. Es ist fast so, als wären sie komplett verschwunden. Das ist nicht akzeptabel, Soldat. Geht sofort zurück zum Terminal und findet den Status des Chaos-Trupps heraus. Ja, Sir. Anscheinend hat Commander Tavus meinen Trupp in eine Situation geführt, mit der sie nicht zurechtkommen. Es muss dort vor Separatisten nur so wimmeln. Es sieht übel aus, Sergeant. Immer noch kein Signal vom Chaos-Trupp, Sir. Ich glaube, wir haben sie verloren. Also gut, Leute, zuhören. Diese Mission wird unter meinem Befehl nicht scheitern. Wir werden es nicht zulassen, dass diese Bombe noch einmal verschwindet. Die Infiltration der Festung ist eine Mission, die nur der Chaos-Trupp erledigen kann. Zum Glück haben wir noch einen Chaos-Soldaten hier. Sergeant, ihr geht in die Festung. Die ZR-57 darf nicht in den Händen der Separatisten bleiben. Ist das klar, Sergeant? Das klingt nach einem sicheren Weg ins Grab. Vielleicht. Aber ihr seid der einzige Soldat, der eine Erfolgschance hat. Wir hatten eigentlich gehofft, die Bombe intakt zurückzubringen. Doch wir sind sowieso schon weit ab vom geplanten Missionsverlauf. Hier ist der neue Plan. Wir haben den Deaktivierungscode für die ZR-57. Wir entschärfen die Bombe und dann haben die Separatisten nur noch einen großen radioaktiven Briefbeschwerer. Ihr werdet das Kommunikationssystem der Separatisten hacken müssen, um den Code zu aktivieren. Mit diesem Datenstift sollte es funktionieren. Ich dachte nie, dass es so weit kommen würde, Sergeant. Ich muss euch ja nicht sagen, was passiert, wenn ihr scheitert. Versucht ihr es jetzt etwa auf die weiche Tour, Lieutenant? Kommt schon. Sergeant, die Lage ist ernst. Ihr habt die Koordinaten der Separatistenfestung. Ich bin sicher, ihr könnt euch vorstellen, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen dort sind. Verschafft euch Zugang, setzt den Datenstift in das Kommunikationsterminal ein und schaltet die ZR-57 für immer aus. Tausende Leben stehen auf dem Spiel, Sergeant. Wir zählen auf euch. Viel Glück, Sergeant. Ihr habt es geschafft, Sergeant. Das war wirklich ausgezeichnete Arbeit. Wir sind alle sehr stolz auf euch. Die Bombe wurde von imperialen Soldaten bewacht. Bestätigt. Wir haben sie über eure Rüstungskamera gesehen. Unglaublich. Imperiale Soldaten, die mit den Separatisten zusammenarbeiten. Wir müssen herausfinden, wie weit die Verbindung reicht. Rückt weiter in die Basis vor. Höchste Priorität hat im Moment die Suche nach dem Chaos-Trupp. Falls sie gefangen genommen wurden, können sie uns vielleicht mehr darüber verraten, was dort vorgeht. Wenn möglich, solltet ihr auch die ZR-57 sichern. Sie hat an die 50 Milliarden Credits gekostet. Das Kommando hätte sie also gerne zurück. Aber jetzt solltet ihr zuerst eure Kameraden suchen. Was soll die Suche nach ein paar Leichen schon bringen, Sir? Wir lassen keine Leute zurück, Sergeant. Ihr solltet aufbrechen. Commander Tavus, was tut ihr da? Sergeant, ich denke, meine Befehle waren eindeutig. Ihr solltet nicht hier sein. Ich kümmere mich um ihn. Nein, Geist. Der Sergeant verdient die Wahrheit. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen. Ich hatte euch gegenüber keine bösen Absichten. Ihr habt alles, was einen Krieger ausmacht. Aber leider schätzt die Republik ihre Krieger nicht mehr. Nicht einmal die Besten unter ihnen. Ihr alle habt geschworen, die Republik vor ihren Feinden zu schützen. Diese Schwüre galten einer Republik, die so nicht mehr existiert, Sergeant. Die Wahrheit ist, dass, egal was Sie sagen, der Senat der Republik nicht wirklich glaubt, er könne noch einen Krieg gegen das Imperium gewinnen. Das bedeutet, wir beide sind eine Bedrohung. Jeder Sieg des Chaos-Trupps befeuert die Fantasie der Leute und erfüllt sie mit Stolz. Das bedeutet... Die Bürokraten dürfen unsere Erfolge nicht mehr zulassen.
Wie kann die offensichtliche Tyrannei des Imperiums besser sein? Wenn ihr nur länger bei uns gewesen wärt, Sergeant, würdet ihr es verstehen. Ihr würdet euch uns vielleicht sogar anschließen. Die Republik hat uns im Stich gelassen. Während einer Mission auf Ando Prime ließen sie uns zum Sterben zurück. Aber ich werde nicht versuchen, euch zu überreden. Ehrlich gesagt, ich hoffe, ihr sterbt, ohne dass eure Ideale zerstört wurden. Diesen Luxus werden wir nicht haben. Gebt jetzt auf, sonst muss ich euch alle ausschalten. Es tut mir leid, Sergeant, aber ihr seid das einzige Mitglied des Chaos-Trupps, das heute sterben wird. Oh, übrigens danke, dass ihr die ZR-57 für uns gefunden habt. Wir hatten schon Sorge, dass die Separatisten unser, ihr wisst schon, Geschenk für das Imperium vergeuden könnten. Aber dank euch können wir dem Imperium nun dieses fantastische Zerstörungswerkzeug präsentieren. Hier geht niemand weg. Euch fehlte es nie an Mut. Aber ich fürchte, dieser Mut bringt euch jetzt nicht mehr weiter. Wir sollten uns beeilen, Boss. Wenn wir nicht in den nächsten paar Minuten die Atmosphäre durchbrechen, hat jedes Geschütz am Himmel uns direkt im Visier. Zeit zu gehen. Colonel Waugh, bitte beschert dem Sergeant den Tod, der einem Krieger gerecht wird. Mal sehen, was ihr könnt. Es war eine Ehre, an eurer Seite zu dienen, Sergeant. Sprecht eure letzten Worte. General, bei allem gebotenen Respekt, wie könnt ihr so etwas tun? Ich diene eurem Infanteriekommando schon seit Jahren. Das reicht, Jorgen. Das war nicht meine Entscheidung. Aber eine Desertion dieser Größenordnung. Jemand muss den Kopf dafür hinhalten und es wurde entschieden, dass ihr dieser jemand seid. Habt ihr etwa Probleme, Lieutenant? Euer verräterischer Trupp hat gerade meine Karriere ruiniert, Sergeant. Das Kommando kann sie nicht bestrafen, also stellen sie mich an den Pranger. Ihr müsst das letzte loyale Mitglied des Chaos-Trupps sein. Ich bin General Wander. Ich leite die Operation der Republik hier auf Ort Mantell. Endlich begegnen wir uns. Im Namen der Republik und der Bevölkerung von Ort Mantell möchte ich euch für eure mutigen Taten beim Ausschalten der gestohlenen ZR-57 danken. Euer Heldenmut hat unzählige unschuldige Leben gerettet. In Anerkennung eurer tapferen Dienste befördere ich euch hiermit zum Lieutenant. Glückwunsch! Das ist zu gut, um wahr zu sein. Glückwunsch, Sir. Nun, Lieutenant, als letztes verbliebenes Mitglied des Chaos-Trupps ist es eure Aufgabe, den Trupp wieder aufzubauen. Der Chaos-Trupp untersteht eurem Kommando. Um den Prozess zu beschleunigen, habe ich euch Sergeant Jorgen als erstes neues Mitglied für den Chaos-Trupp zugeteilt. Bei allem Respekt, General. Dieser armselige Möchtegern-Soldat hat nichts in meiner Einheit verloren. Trotz aller Geschehnisse zählt Jorgen noch immer zu den besten Soldaten in der gesamten republikanischen Armee. Ich werde alles tun, was nötig ist, um Tavus zu erledigen. Das ist das Beste, was ich für euch tun kann, Jorgen. Ihr seid ein guter Mann und gute Männer brauchen wir jetzt mehr denn je. Ich weiß nicht, was Tavus plant, aber er kennt die inneren Strukturen unserer Armee besser als jeder andere. Er könnte grenzenlosen Schaden anrichten. Haben wir schon herausgefunden, wohin die Verräter unterwegs sind? Leider nicht. Sie sind uns entwischt, bevor wir die Verfolgung aufnehmen konnten. Ihr müsst sie aufspüren, Lieutenant. Hoffentlich seid ihr darauf vorbereitet. Eure Arbeit hier ist jedenfalls beendet. Ich habe eine Fähre vorbereiten lassen. Euer nächster Auftrag führt euch nach Coruscant. Meldet euch unverzüglich bei General Garza, der Leiterin der Sondereinheiten, sobald ihr auf Coruscant eingetroffen seid. Sie erteilt euch von nun an eure Befehle. Ich werde Tavus zur Strecke bringen. Hoffentlich unterstützt mich General Garza dabei. General Garza wird tun, was immer das Beste in dieser Situation ist, Lieutenant. Und ihr ändert besser eure Einstellung, bevor ihr sie trefft. Ihr solltet euch nun zur Fähre begeben. Sie erwartet euch bereits auf der Fährenrampe. Lieutenant, Sergeant, wegtreten!
Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen.